Wie Sie sich sicherlich denken können, gibt es da immer noch ein paar, lassen Sie mich es nett umschreiben, Ungereimtheiten. Was sich nun tatsächlich in dieser Nacht abgespielt hat. Stand es nach wie vor, der Kollege Julius Schweizer ist immer noch unauffindbar. Und Hager, Sie sind mit dem Fall ab sofort vertraut. Ich empfehle es nicht. Vor allem, da man Angst hat. Angst? Wovor? Angst vor dem, was noch kommt. Weißt du eigentlich, wie viele kranke Leute da draußen rumrennen?